Grüß euch, ich bin der Florian. Wir haben unseren landwirtschaftlichen Betrieb da im östlichen Waldviertel. Wir befinden uns da circa auf 500 Meter Seehöhe. Ich darf euch heute mitnehmen aufs Feld, eine Runde mit Striegel, mit APV Vario Striegel. Unser Betrieb ist ein reiner Ackerbaubetrieb seit mittlerweile 25 Jahren. Der Betrieb wird auch seit 25 Jahren biologisch bewirtschaftet. Das heißt, wir haben damals die Spritze quasi gegen einen Striegel getauscht, wobei wir immer einen direkt gefederten Striegel haben. Und die letzten 3 Jahre haben wir den APV Vario Striegel gekauft, der ein indirekt gefedertes System hat. Und das gefällt uns eben so gut. Wir haben den in Gemeinschaft gekauft. Wir sind 3 Landwirte. Wir bewirtschaften gemeinsam so um die 80 Hektar, wobei davon 60 Hektar Kulturfläche gestriegelt werden. Und mit einer doppelten Überfahrt beim Striegeln sind es so 100 bis 150 Hektar, die pro Jahr mit dem Striegel gemacht werden. Und uns gefällt er deswegen so gut, weil durch die indirekte Federung passt er sich viel besser an den Boden an als der vorige Striegel. Das heißt, wenn man auch mal Unebenheiten am Feld hat, gleicht der Striegel sehr gut aus und das Striegelergebnis ist um einiges besser. Zweiter Vorteil ist die Arbeitsbreite. Wir haben dadurch, dass wir in Gemeinschaft haben, auch die Arbeitsbreite etwas erhöht. Das heißt, die Schlagkraft ist ein bisschen höher geworden mit 7,50 Meter. Was noch ein wichtiger Vorteil ist, weil wir teilweise pfluglos arbeiten, ist der Strichabstand. Der Striegel hat ein bisschen einen weiteren Strichabstand. Und dadurch, dass wir schon oft organische Reste auf der Oberfläche haben, neigt er nicht so stark dazu zum Verstopfen. Das haben wir früher schon gehabt. Also früher haben wir 25 mm gehabt, jetzt haben wir 35 und da merkt man schon sehr stark den Unterschied. Wir haben in der Fruchtfolge Winterweizen, Winterrocken, Winterdinkel, Sommerhafer, also hauptsächlich Getreide. Als Leguminose haben wir die Ackerbohne dabei und Rotklee haben wir auch meistens zweijährig. Auf dem Feld ist die letzten Jahre eben 2 Jahre Rotklee gewesen. Wir haben im Herbst, im September den Rotklee umgebrochen mit Grupper. Dann eine zweite Bodenbearbeitung mit Grupper und danach haben wir den Winterweizen gesät mit einer Saatstärke von ca. 300 Körner pro Quadratmeter. Der Weizenbestand entwickelt sich gerade relativ gut. Die Vegetation beginnt bei uns gerade. Wir haben so Bodentemperaturen. So in 10 cm ist noch unter 8 Grad, aber auf der Oberfläche steigt schon so 10, 11, 12 Grad. Deswegen ist heute das Wetter optimal zum Striegeln. Die Oberfläche ist abgetrocknet. Die Bergkräuter sind relativ stark schon entwickelt. Also die Vogelmiere ist schon relativ stark. Die werden wir nicht mehr so dezimieren können. Die Frühjahrsunkräuter, so wie Kamille oder Gräser, die versuchen wir heute zu verschütten bzw. teilweise zum Ausreißen, damit der Winterweizen ein bisschen mehr Vorsprung hat. Wir sind in der Gemeinschaft sehr zufrieden mit dem Vario-Striegel. Die Investitionssumme war doch auch relativ groß, dadurch haben wir auch in Gemeinschaft gekauft, aber ich sage mal, die Investitionssumme hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir wollen ihn nicht mehr hergeben.